give you something to dream about. Let's do it. Do what? Move to Mars. You'd hate it on Mars. It's boring. Don't you understand? I feel like I was meant for something more than this. You are somebody. The man I love. I'm not your wife. Our marriage is just a memory implant. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream. If I'm not me, who the hell am I? After all, we're married. Consider that a divorce. 1952 schrieb Werner von Braun ein Buch mit dem Namen Projekt Mars, in dem er sich vorstellte, dass Menschen von einer Person namens Elon zum Mars geführt werden sollen. Und diese Person ist nichts anderes wie Elon Musk. Elon Musk ist der Gründer von Tesla Automobile und auch von SpaceX. Und ja, wie man das hier dran erkennen kann, klingt das irgendwie mehr oder weniger schon fast wie ein Zufall, dass es ausgerechnet jetzt in unserer heutigen Zeit ein Elon gibt, der die Welt bereichern möchte mit der Bevölkerung oder Bewohnbarkeit vom Mars. Und das Interessante ist ja bei der Geschichte, man verkauft uns das mal so ein bisschen auch als Zufall, aber im Endeffekt ist es gar kein Zufall, weil es steckt überall ein Plan dahinter. Denn Albert Einstein wusste auch schon mit einem seiner berühmten Zitate, Gott würfelt nicht. Nein, es steckt überall ein Plan dahinter. Und einer von seinen interessantesten Geschichten, die werde ich euch jetzt mal zeigen und das schalte ich mal eben um nach YouTube. So, und hier sind wir jetzt auf dem YouTube-Kanal von SpaceX, also der Firma von Elon Musk. Und die haben hier 2014 scheinbar ein Video hochgeladen von einer angeblichen Rakete, die nennt sich F9R. Und das ist der erste Testflug quasi in einer Höhe von 250 Meter. Und wir können das schon mal so ein bisschen laufen lassen. Und wie wir hier sehen können, ist hier die Originalaufnahme von der Drohne quasi vorher schon gemacht worden. Und mittels einer zweiten Ebene eben halt die Rakete hier hineingesetzt worden. Weil das sieht alles schon sehr, sehr künstlich aus, was man hier so zeigt. Ja, wunderbar, wie man das hier so schön erkennen kann. Und wie der Zufall es so will, landet nachher die Rakete genau wieder da, wo sie gestartet ist. Ja, CGI macht es möglich, dass wir sowas Wunderbares hier sehen dürfen. Ne? Und im Hintergrund ist alles so schön flach, nicht? Ja, die Erde ist flach. Da können auch unsere Künstler hier nichts dran verändern. Und warum ich euch das hier zeige, das hat nämlich einen bestimmten Grund. Und da müssen wir nämlich mal wieder umschalten. So, und hier sind wir jetzt auf dem Kanal von der NASA. So, und eingangs habe ich euch schon das erzählt mit dem Werner von Braun und den Elon Musk. Und Musk und oder auch SpaceX, das ist alles eine Suppe hier, die NASA und SpaceX. Und die sind ja jetzt wieder angefangen, haben ganz groß uns hier so eine Geschichte hier, dass sie jetzt den Mars anfliegen wollen. Und das war jetzt ja am 30.07. und wir können schon mal in ihrem tollen Video hier reinschauen. Da sehen wir schon mal wieder so ein tolles Ding, was hier angeflogen kommt. Aber viel interessanter ist eigentlich, was gleich noch passiert. So, da habt ihr jetzt auch wieder einen Teil anfliegen sehen. Und alles sieht ziemlich pixelig und breiig aus, möchte ich mal behaupten. Jetzt werden wir die ganze Show mal ein bisschen zurückziehen.
Und dann werden wir mal gucken hier, was hier mal wieder nicht passt. Er braucht ein bisschen. So, und jetzt habt ihr dieses Objekt, ist weg. Und im nächsten Bild ist es da. Ein Bild zurück. Ein Bild vor. Ein Bild zurück. Ein Bild vor. Ja. Wie kommt das? Ja, da ploppt einfach mal so ein CGI-Mülldreck einfach mal so ins Bild rein und gaukelt uns hier ja irgendwie was vom Weltraum und Flug zum Mars vor. Und ganz interessant ist eigentlich noch was anderes. Und zwar, das ist mir dann aufgefallen, und zwar, hier sehen wir Launchtime. So, und hier haben wir eine Zeitangabe. 3 Minuten 33, 333. Nicht? Das ist schon mal immer wieder hier unsere Freimaurergeschichte. Und noch viel interessanter ist eigentlich die Tatsache, dass wenn wir hier die Kilometeranzahl uns anschauen und wenn wir die Zahlen zusammenzählen, zum Beispiel 8 plus 8 plus 9 plus 8, das heißt 8, 16, 25 und die 8 macht, richtig, 33. Das ist unglaublich, oder? Also ich finde das faszinierend, sowas, dass man auf so eine Zahl kommt, hier genau in diesem Abschnitt hier von dem Video. Ja, meine Lieben, das sind Freimaurerscherze, möchte ich mal behaupten. Und noch eine andere Tatsache finde ich auch sehr interessant. Wir haben hier eine Höhenangabe von 246 Meilen. So, das ist ungefähr, ja, bis auf ein paar Meilen eigentlich genau die Höhe, wo eigentlich auch die ISS rumfliegen soll. Wie der Zufall es so wollte, hat die ISS gerade eine Pause eingelegt. Aber wir sehen hier in dem Bildabschnitt nichts von der ISS. Komisch, ne? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und warum ich euch eigentlich genau diesen Ausschnitt zeige, das werden wir jetzt noch in einem anderen Video mal eben zeigen. So, und hier sind wir jetzt auf dem YouTube-Kanal von Video from Space. Blast off US Space Force. First launch is the AIFH bla 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 Satellit. Ja, da hat man, glaube ich, einen Satellit angeblich da irgendwo im Weltraum ausgesetzt. Und das Interessante bei diesem Video ist eigentlich, wir werden uns das mal eben anschauen. Ich werde dafür mal eben auch die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen, damit man das auch besser sehen kann. Jetzt werden wir gleich sehen, dass das erste Teil, was man da angeblich absprengt, von dieser Rakete dann angeflogen kommt. Da sehen wir das. Und da kommt jetzt ein Teil angeflogen. Bisschen brennendes, nicht? Aber viel interessanter ist ja, was gleich noch passiert. Jetzt steht das Bild ein bisschen. So, und das ist genau das, was ich euch eigentlich auch zeigen wollte hier, dass genau auch bei dieser Rakete dieses Objekt einfach mal so in das Bild aufpoppt. Das können wir gleich mal genau erkennen. Müssen wir nur eben die besagte Stelle finden, weil in Normalgeschwindigkeit sieht man das nämlich nicht. Entlarven tun die sich eigentlich immer dann, wenn man es mal langsamer laufen lässt und Bild für Bild dann zeigt. So, jetzt seht ihr schon, ein Bild vor war das jetzt. Jetzt gehen wir ein Bild wieder zurück. Plopp. Ne? So, da taucht das einfach mal so in dem Bild auf. Also es ist quasi genau das Gleiche, was ich euch gerade eben auch schon mal gezeigt habe, wo dieses Objekt einfach mal aufpoppt aus dem Nichts. Ja, das ist Weltraumfahrt in
Frohnatur hier, was wir hier erleben von der NASA und von sämtlichen anderen Raumfahrtorganisationen. Und das hat ja alles schon eine ganz lange, lange Geschichte. Und ich möchte euch nochmal so einen richtig tollen Klassiker, möchte ich euch jetzt auch noch in diesem Video präsentieren. Also wenn ich den immer sehe, dann muss ich immer herzhaft lachen. Und das schalten wir jetzt nochmal wieder um. So, und hier haben wir jetzt den besagten Klassiker, und zwar war das Space Shuttle Flight 8, STS-8, Post-Flight Presentation. So, und das ist hier vom Kanal National Space Society, und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Ja, wunderbar, tolle Geschichte, nicht? Wie das Ding da so schön aufsteigt. So, glaube ich, auch so ein Satellit darstellen. Und jetzt sehen wir schon im rechten Bildausschnitt, dass sich da was bewegt. Und da werden wir nämlich gleich jemanden erkennen, der da so im Bild reinhuscht. Ne, immer schön hier in dem Bildausschnitt zuschauen. Huch. Köstlich. Einfach nur köstlich. Ich glaube, das war so Anno 1983, was man uns hier so vorführt mit einem angeblichen Weltraum. Und das zeigen die uns mit so einem riesengroßen Budget von mehreren Milliarden Dollar, wo jeder Einzelne für arbeiten geht, sich einen Buckel macht, um sich so eine Rotze anzuschauen eigentlich, ne? So, und hier haben wir nochmal den netten Mann. Hier können wir schön die Nase erkennen. Hier sind die Augenpartien. Das hat man leider schlecht wegretuschiert eigentlich, wenn man sich das mal anschaut. Das ist, ja, alles was schief gehen kann in so einem Video, ist hier eigentlich auch schief gegangen. Ne? Da können wir schön unseren Mannequin erkennen. Ja, das Ganze ist hier natürlich ein Modell. Ich habe das auch schon mal in dem Video zu dem Space Shuttle Endeavour gezeigt, dass das alles eigentlich nur modellmäßig aufgebaut ist. Ne? Hier seine Nase, sein Auge. Ja, süß, ne? Er wusste, glaube ich, irgendwie nicht richtig, was er machen sollte hier, ne? In dieser Szene hier. Erst als der Regisseur die Anweisung gegeben hat, Klappe, du musst aus dem Bild raus. Ja, unglaubliche Geschichten hier, ne? Und die Dislikes, die sagen eigentlich auch schon alles, ne? Na gut, meine Lieben, das soll es auch wieder gewesen sein für dieses Video. Also auf dem Mars landet keiner. Das können wir selber mit einer Nikon uns anschauen, wie der Mars aussieht in echt. Und das alles hier Film und Special Effects und CGI und so einen ganzen Müll. Also alles nicht echtes, sondern wie immer etwas, was es nicht gibt. Also ein großes Nichts. Und das soll es auch wieder gewesen sein. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis die Tage dann.